Künstliche Intelligenz ist auch und insbesondere für polizeiliche Herausforderungen relevant und notwendig. Sherlock ist dazu gedacht, einem polizeilichen Ermittler die Gelegenheit zu geben, im Falle eines groß aufkommenden Datenvolumens schnell und effizient die Inhalte zu identifizieren, nach denen er sucht, deutlich schneller als das menschliche Auge oder menschliche Ressourcen in der Lage sind zu leisten. Konkret haben wir uns das so aufgebaut, dass der Bürger aufgerufen wird, im Falle einer Großschadenslage seine Daten mit der Polizei zu teilen. Er ist in der Lage, über ein webbasiertes Portal diese Daten hochzuladen. Die Kernfunktionen von Sherlock CV bestehen darin, Mediendaten, also im Wesentlichen Bilder, Audiodateien und Videodateien, zu analysieren. Es gibt ein Funktionsset zum einen im Bereich der Filtermöglichkeiten, der Priorisierung von Dateien. Der andere Funktionsbereich ist der, dass wir diese Dateien verschlagworten und somit Ermittler diese Daten filtern und einfach durchsuchen können. Aus unseren Gesprächen über die letzten Jahre mit den deutschen Polizeien wissen wir, dass sie heute vor der großen Herausforderung stehen, mit immer größer werdenden Datenmengen hantieren zu müssen. Das sehen wir im Bereich der Großschadenslagen, das sehen wir im Bereich von Massendatenanalysen, TKÜ-Überwachungen, Auswertung von Festplatten und ähnliche Szenarien. Das Besondere an der Sherlock CV-Lösungsarchitektur ist, dass sie auf Cloud-Prinzipien basiert und somit sehr flexibel entwickelt und auch erweiterbar ist. Das heißt, wir können zu jedem Zeitpunkt in der Zukunft flexibel auf weitere Bedarfe der Polizeien eingehen. Microsoft ist führend im Bereich der künstlichen Intelligenz und wir stehen als weltweit und generell am Markt noch ganz am Anfang dieser Reise. Wir werden noch sehr viele spannende Möglichkeiten und Szenarien und Entwicklungen im Bereich künstliche Intelligenz sehen. Und wir als Microsoft empfehlen unseren Kunden und unseren Partnern, sich jetzt und heute mit diesen Technologien zu beschäftigen, sodass sie den Zug von morgen nicht verpassen.